Erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin Pauline, ich arbeite hier im Hafen, Coworking und Makerspace und bin für die Kommunikation zuständig. In einem Kommunikationsteam. Was sind so deine Aufgaben? Also zur Kommunikation so eines Unternehmens gehört natürlich die komplette Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Betreuung. Es geht aber auch in Bereiche grundsätzlich alles mit der Außenwahrnehmung, also alles, was irgendwie mit der Außenwahrnehmung zu tun hat und den Kanälen, die man da selbst bespielt oder eben den Kontakt mit der Presse, die über einen schreibt. Oder aber auch, was ich auch super wichtig finde, weil das hier ein Mitgliedschaftsmodell ist, die interne Kommunikation, die, deswegen muss ich sagen, in Teams, weil interne Kommunikation bedeutet halt immer die Kurzschließung mit dem Community Manager hier, das macht der Hannes. Oder aber auch, wenn es um visuelle Kommunikation geht, dann geht es darum, mit Harvey sich abzustimmen, der die ganze Gestaltung macht und Grafiken und genau, auch die Marke ja visuell kreiert hat. Und daher ist es halt immer Arbeit im Team so oder so und nie so ein Alleingang. Ja. Und wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich gerade? Wir sind hier im Besprechungsraum, ganz oben über dem neuen Coworking Space. Ja, wir sind hier auf der obersten Etage. Das ist ja so ein Raum, den man mieten kann. Und wo man eben in kleinen Gruppen, wenn man zurückgezogener eine Besprechung machen möchte, sich zusammensetzen kann. Was ist eigentlich der Hafen? Na, der Hafen ist ein Projekt, das aus zwei Vorgängerprojekten entstanden ist. Als allererstes wurde der Edelstahl Coworking Space im Kapitolbuchhaus in Linden gegründet. Also das Gründerteam war eben fertig mit dem Studium, hat nach irgendwie Arbeitsräumen gesucht, wollten sich alle selbstständig machen und haben einfach kein Coworking Space. Was gab es in Hannover noch nicht gefunden? Und ja, aus der Not entstand halt die Idee, dann machen wir eben einen eigenen Büroraum, wo wir uns dann eben mit einer Gruppe zusammen einfach den Raum, die Infrastruktur teilen. Und aus dieser Idee ist tatsächlich dann eben einfach der erste große Coworking Space Hannovers geworden. Das Konzept war da halt noch ganz, ganz neu und frisch und parallel wurden auch die ersten großen Coworking Space in Berlin und in Hamburg gegründet. Also das, da ist man einfach mit so einer Entwicklung auch gegangen. Und daraus ist dann aber auch, also aus diesem Projekt Edelstahl ist dann nach 2 Jahren das Projekt Die Werke entstanden. Es gab im Team Leute, die auch das Bedürfnis nach einer offenen Werkstatt hatten oder nach einem Werkstattgebäude in demselben Prinzip, dass man sich eben eine Infrastruktur teilt und in einer Gemeinschaft irgendwie das zusammen nutzt. Daraus sind die Werke entstanden. Und im Oktober 2016 sind eben diese zwei Firmen, haben fusioniert und sind eben das Projekt Hafen geworden. Und das ist hier der Versuch, auf gleichberechtigt die beiden Bereiche zusammenzuführen. Ganz unten eben die offene Werkstatt und eine Etage drüber die Büroarbeitsplätze. Weil wir nämlich auch einige Mitglieder haben, die beide Bereiche nutzen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Kopf- und Handarbeit wird ja heutzutage nach wie vor gerne getrennt und irgendwie als so unvereinbare Bereiche betrachtet. Und wir sagen, so sieht es nicht aus, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Und wir wollen hier was Neues ausprobieren. Und es gibt Mitglieder, die arbeiten im Coworking, designen irgendwie in der Software etwas, brauchen da erstmal nur ihren Laptop, gehen dann aber eben runter und bauen die ersten Prototypen in der Werkstatt. Also auch das gibt es. Ja, das ist das Konzept. Das wäre ja gleich auch meine nächste Frage gewesen, warum kommen denn die Menschen eigentlich zu euch? Wir haben ja 470 Mitglieder. Ich würde behaupten, die Motivation hinter diesen vielen Menschen ist unterschiedlich, aber was die alle eint ist, geht sicherlich um das Netzwerk. Es geht um die Gemeinschaft. Es geht darum, Menschen zu treffen, Ideen auszutauschen, nicht alleine am Schreibtisch zu Hause zu sitzen, also dieses Homeoffice, da ein bisschen auszubrechen und ich würde sagen, es ist die Gemeinschaft, wegen der die Menschen kommen, weil wir haben super viele Mitglieder, die nutzen gar nicht das Büroarbeiten oder die Werkstatt, sondern eher die Community-Angebote. Es gibt Vernetzungsangebote, die wir haben, Workshops, Vorträge,
Bildungsveranstaltungen, also wo dann eben die Hafenakademie verschiedenste Konzepte strickt, wo es dann eben auch um lebenslanges Lernen geht und das alles und noch sehr viel mehr kriegt man eben schon, wenn man Mitglied der Community ist. Dafür muss man gar nicht im Haus arbeiten. Aber auch das Arbeiten, ne? Also ich glaube schon, dass eine weitere sehr wichtige Motivation ist, dass man eben nicht mehr sein eigenes Büro braucht und vielleicht auch gar nicht mehr möchte. Genauso wie der Zugang, gerade bei einer offenen Werkstatt, da ist die Motivation sicherlich nochmal eine andere. Der Zugang zu einer solch professionellen Infrastruktur ist sonst dem Normalo oder dem Einzelgänger, dem selbstständigen Handwerker so per se vielleicht nicht direkt gegeben. Und das bieten wir. Also man muss sich eben nicht als Schreiner seine große fertige Werkstatt kaufen, um den Beruf zu starten, sondern man könnte eben auch so ein anderes Modell ausprobieren. Das müssen wir aber alles noch erproben. Also gerade im Werkstattbereich steht es noch aus, das in die Welt rauszubringen, dass es eben das gibt. Schön, das ist also das ist auch euer Ziel, ne? dass man findet, was kann mit diesem Raum hier passieren. Ja. Ne? In der Nordstadt, wie gesagt, in Hannover angesiedelt und da muss man mal gucken, welche Dynamiken aufkommen, ne? Welche Nachfragen, also welche Bedarfe. Ja. Da sprichst du etwas super Wichtiges an, weil wir ja auch gesagt haben, also es geht ja um die Bedürfnisse der Gemeinschaft hier und wenn wir probieren Sachen aus, deswegen machen wir auch super viel selbst und wenn das nicht funktioniert, reißen wir es wieder ab. Und so auch hier, wenn man sich das Coworking anguckt, also hier werden jetzt auf mehreren Ebenen verschiedene Arbeitssettings gebaut. Es geht halt wirklich darum, auch Zukunft auszuprobieren. Was kann funktionieren? Was brauchen die Leute? Und das gibt es eventuell in der klassischen Büromöbelausstattung gar nicht. Ja, das müssen wir erstmal erfinden und ausprobieren. Und schauen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann kommt es wieder weg. Und dann muss was anderes ausprobiert werden. Und eben immer auch im Kontakt mit den Bedürfnissen der Nutzer. Ne? Also darum geht es halt ganz stark. Und deswegen machen diese verschiedenen Firmen wie Wilkan, Festbrüder, Felder, unsere vielen Partner, deshalb stellen wir uns ja auch Maschinen, eben die ganzen Geräte, Makerspace sind ja zur Verfügung gestellte Maschinen oder Wilkan, diese Büromöbel hier, die sind von Wilkan, also die haben einfach Bock zu gucken, was passiert an so einem anderen Ort damit, wie nutzen die Leute das und was können wir daraus lernen, ne? Wie können wir irgendwie so die Zukunft der Arbeit jetzt im Fall von jetzt zum Beispiel Büromöbeln denken. Welche Rechtsform habt ihr denn gewählt? Das ist eine GmbH und Co.KG hier. Und wer sind bei euch die Entscheider? Alle. Also klar gibt es natürlich, es gibt die Geschäftsführung und es gibt die verschiedenen Teams, die die Bereiche, also in den Bereichen zuständig sind. Aber wir haben immer noch jeden Freitag eine wirklich mörderisch lange Sitzung, in der jeder irgendwie aus seinem Bereich berichtet und wenn Entscheidungen anstehen, auch diese Entscheidungen getroffen werden. Und welche Kosten habt ihr? Naja, wir müssen hier Miete zahlen, wir müssen klassischen Kosten, die man so hat, also wir müssen natürlich die laufenden Kosten, die zur Unterhaltung eines solchen großen Gebäudes anfallen, einfach bezahlen. Und die erwirtschaften wir halt jeden Monat. Das müssen wir reinwirtschaften. Wir sind halt wirklich also ein Start-up, das jetzt auf schauen muss, dass es bald mal dann eben in solche Zahlen kommt, dass es sich trägt. Wen sprecht ihr genau an? Lässt sich ganz schwer sagen. Ich glaube, es ist jeder angesprochen, der Bock hat, mal was anderes auszuprobieren, im Sinne von irgendwie aus so einem Trott rauszukommen. Wir sprechen natürlich klar, ganz klassischerweise Startups an, Gruppen, die sich noch kein Büro leisten können, aber auch in so eine Startup-Kultur rein wollen, netzwerken wollen, Leute kennenlernen wollen. Ne? Das sind dann halt wirklich klar, frische Gründer natürlich. Wir sprechen alle an, die keine Lust mehr haben, in ihrem Homeoffice zu vergammeln. Wir sprechen alle Leute an, die Lust haben, irgendwie über
Themen nachzudenken, die in irgendeiner Form mit Zukunft der Arbeit, digitalen Wandel, Nachhaltigkeit, Verantwortung füreinander aber auch, ne, nachdenken wollen. Also eigentlich wollen wir jeden da draußen ansprechen, der Lust hat, mit uns und der Community, also den Mitgliedern, irgendwie ja, sich in diesen Dingen nachzudenken, Sachen auszuprobieren, Workshops zu machen. Eben auch unser ganzes Programm ist ja super unterschiedlich, ne? Also so heterogen wie die Mitglieder sind, so verschieden ist jetzt auch das Programm, das wir anbieten. Wer kommt denn tatsächlich dann auch wirklich hierher? Wer ist schon hier? Also wer ist schon hier? Es sind einige Startups hier, die wirklich mit ihren Teams hier arbeiten. Es sind einige Namen, die dir gerade einfallen? Na klar, also ich meine, allein die Firmen unserer Gründer hier, wie zum Beispiel Ricks Firma Pay, ne? Aber auch die Vertex Labs, die sich mit virtueller Realität beschäftigen. Da war neulich aber auch die größte Konferenz hier. Ja, genau, das war die größte Virtual Reality Konferenz in Deutschland, die war hier in Wappen. Die war zwar aber auch eine Einmietung, also wir waren jetzt keine Veranstalter, wir waren Partner in dem Fall. Wir haben aber auch ein Müsli-Startup, oder ich habe gestern gelernt, die haben, glaube ich, noch gar keinen Namen, aber die machen so eine Übersetzungssoftware. Du kannst irgendwie eine Sprachnachricht an ein System schicken und das schickt es irgendwie dann weiter an dein komplettes Netzwerk in jeglichen Formen, also übersetzt quasi das, was du in Sprache einsprichst, in entweder geschriebenes Wort oder im Bild. Also ganz spannend. Und auch Unternehmen, die auch schon auch wirklich etabliert sind, die von hier aus arbeiten, weil sie den Spirit gut finden. Aber auch Leute, also. Kannst du deinen Namen nennen? KPMG zum Beispiel, ja, oder Bosch. Mhm. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ganz viele Angestellte, die einen Teil ihres Homeoffice hier verbringen. Und aber auch Studenten, die ihre Masterarbeiten hier schreiben, Doktoranden, die ihre Doktorarbeit hier schreiben, lieber jetzt in einer kalten, drögen Bibliothek. Ja, welche Öffentlichkeitsarbeit macht ihr? Wir machen Öffentlichkeitsarbeit natürlich in Form von coolen Veranstaltungen, aber natürlich auch ganz klassisch Social Media, Facebook, Instagram. Haben jetzt auch ein Insta-Meet gemacht, wo sich Instagrammer getroffen haben, einen Kochworkshop gemacht haben. Ja, aber auch klassische Pressearbeit. Also, je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen will, muss man ja auch seine Öffentlichkeitsarbeit darauf abstimmen. Ja, genau. Ja. Welche Eigeninitiativen der Beteiligten gibt es? Was, du meinst, was für Projekte noch so laufen? Ja, oder vielleicht auch, wie sich die Leute hier einwohnen oder dass sie vielleicht selber auf Ideen kommen und selber was mitgestalten? Alles. Ja, ja, das ist ja das, das ist ja auch einfach das Grundkonzept dieses Hauses. Also es geht darum, hier die Infrastruktur natürlich auch nach den Bedürfnissen auszugestalten. Mhm. Und da sind die Mitglieder auch aufgefordert mitzumachen. Aber zum Beispiel der Hafengarten, der jetzt entstehen soll. Ne, das ist ganz klar, ohne die Mitglieder können wir das nicht wuppen. Und es passiert genau das, worauf die Leute hier Lust haben. Und was ist denn so das Besondere bei euch? Das Besondere hieran ist, dass es Dinge hinterfragt, die irgendwie so oft als gegeben und gegeben wahrgenommen werden. Dinge hinterfragt, die so gesetzt sind in der Gesellschaft. Und wir fragen, muss das denn so sein? Ich würde sagen, das ist das Besondere. Und das in einem ganz tollen Netzwerk. Super vielen Leuten, die... Also eigentlich, wenn du eine Frage hast oder dich mit irgendwas beschäftigst, findest du immer jemanden, der dich unterstützt. Und das finde ich echt richtig cool. Und das machen die Leute, weil sie darauf Bock haben, also wirklich sich auszutauschen. Und das ist etwas, ja, so eine fast schon Solidarität in der Community, ja, doch kann man echt so sagen, die ich beeindruckend finde. Und ja, die ich mir in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch wünschen würde. Okay. Ja, super. Dann bedanke ich mich recht herzlich dafür. Cool, danke dir. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.